Der CEO Talk wird euch präsentiert von Swiss Life, eurer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Und von der Schweizer Börse. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Herzlich willkommen beim CEO Talk. Schön, sind Sie dabei. Mit dem Start der Skisaison gehen die Schweizer Bergbahnen in diesen Tagen in den zweiten Corona-Winter. Bis jetzt verzichten die meisten Bahnbetriebe auf eine generelle Zertifikatspflicht auf ihren Gondeln und Lift. Doch wenn sich die Pandemielage verschlechtert, könnte sich das rasch ändern. Letztlich entscheidet der Bundesrat, welche Regeln in den Skigebieten zu befolgen sind. Vorderhand allerdings braucht es auf den Bahnen kein Vorweisen von Zertifikat. Momentan gibt es also keine 3G-Regeln auf den Skipisten. Wenn sich die epidemiologische Lage verschlechtert und Spitäler unter Druck geraten, dürfte die Zertifikatspflicht auch in den Skigebieten wieder zum Thema werden. Schon jetzt haben einzelne Bergbahnen eine Zertifikatspflicht angekündigt, zumal es jedem Skigebiet freisteht, auch strengere Massnahmen umzusetzen. Als erstes Schweizer Skigebiet hat Samnaun wegen der Auflagen von Österreich gar 2G-Regeln eingeführt. Zu den grössten Bergbahnen in der Schweiz gehören die Titlisbahnen in Engelberg. CEO über das Unternehmen, das neben mehreren Bahnen auch eigene Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants und Shops betreibt, ist seit 2010 der Bündner Norbert Patt. Und heute Abend ist ein Gast bei mir am CEO-Talk. Herzlich willkommen, Norbert Patt. Keine Zertifikatspflicht auf den Bergbahnen. Bleibt das bei Ihnen so? Also wir suchen, das wissen wir nicht, ob es so bleiben tut. Wir wollen ja eine nationale Lösung. Wir sind auch mit Seilbahn der Schweiz ganz intensiv dran, um Lösungen erarbeiten, was für Wege gibt es. Es ist natürlich nicht ganz einfach. Die ganze Branche ist sehr heterogen. Es gibt ganz kleine Unternehmen mit ganz kleinen Skiliften. Dann gibt es ganz grosse Unternehmen, wie wir haben. Dann gibt es Unternehmen, die einen öffentlichen Erschliessungsauftrag haben. Und grundsätzlich sagen wir natürlich als Branche, eigentlich sind wir öffentlicher Verkehr. Wir wollen gleich behandelt werden wie der öffentliche Verkehr. Im öffentlichen Verkehr wird es keine Zertifikatspflicht geben, das hat der Bundesrat gesagt. Und wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir keine Zertifikatspflicht haben, respektive vernünftigen, attraktiven Betrieb. Gut, aber nach Auffassung vom obersten Gesundheitsdirektor von der Schweiz, Lukas Engelberger, müsste Zertifikatpflicht in den Skigebieten eingeführt werden. Was halten Sie dagegen? Ja, wir können natürlich dagegen halten, dass wir auf der einen Seite öffentlicher Verkehr sind. Auf der anderen Seite haben wir den letzten Corona-Winter gehabt. Dort haben wir auch eine riesige Diskussion über Massnahmen bei den Bergbahnen. Wir haben ja Schliessungen gehabt bei den Bergbahnen. Und wir haben gezeigt als Branche, dass wir die Schutzkonzepte, die wir hatten, natürlich sehr rigoros und auch gut umgesetzt haben. Und wir dürfen auch sagen und mit Stolz auch sagen, dass eigentlich die Skigebiete eine gute Sache gewesen sind und dass sicher kein Infektionsherd gewesen sind. Und das zeigt eigentlich, dass das Konzept funktioniert hat. Gut, aber immerhin hat Österreich Zertifikatspflichten verordnet und auch in einzelnen Bahnen in der Schweiz, Samnaun beispielsweise, hat wegen Österreich sogar 2G-Regeln eingeführt. Gut, in Österreich haben wir jetzt auch noch gerade Lockdowns zusätzlich. Befürchten Sie massive Umsatzeinbußen, wenn Sie die Zertifikatspflicht einführen müssen? Ja, das befürchten wir schon, das ist klar, weil faktisch heisst das, dass wenn eine Zertifikatspflicht kommt, dass 3G kommt, dass das faktisch wie ein 2G ist. Wir sind uns intensiv im Gedanken machen, wie könnten wir das natürlich machen mit der Zertifikatspflicht, aber die ganze Logistik und die vielen Leute zum Testen, wenn die kommen relativ in einer kurzen Zeit, wo die ins Skigebiet wollen, lässt eigentlich eine vernünftige, effiziente Testreihe nicht zu. Darum ist es natürlich wie ein Ausschluss von den Ungeimpften und dann haben wir schon ein bisschen Sorgen und ein bisschen Bedenken, dass wir Umsatz verlieren können. Gut, bis jetzt haben Sie aber keine Zertifikatspflicht. Könnten die Schweizer Bergbahnen sogar profitieren, weil bei uns zumindest vorderhand keine Zertifikatspflicht gibt? Im Gegensatz eben zu Österreich und auch Deutschland ist da wesentlich strenger. Also da sehen wir natürlich, das ist matchentscheidend. Auf der einen Seite natürlich der Schweizer Gast. Ich glaube, was beim Schweizer Gast ist, das spielt nicht so eine Rolle. Das ist wichtig, dass man da eine einheitliche Lösung hat. Was natürlich da auf die Frage angespielt ist, ist der ganze internationale, der nach-internationale Verkehr.
Und selbstverständlich profitieren wir jetzt kurzfristig. Wir wissen, dass in Österreich sehr viele Stornierungen eingegangen sind aufgrund der Regelung, die in Österreich kommt. Und selbstverständlich profitieren wir. Aber das ist natürlich nur gerade bis zur Nasenspitze gedacht, weil wir glauben, das wird sich homogenisieren. Gut, Corona hat Ihnen schon das letzte Geschäftsjahr brutal vermasselt. Die Umsätze sind dramatisch in den Keller gegangen. Wie entwickelt sich denn aktuell bei Ihnen der Umsatz? Ja, wir sind wahrscheinlich eine von den Unternehmen, die extrem betroffen worden sind. Also man muss das sehen, wir haben in den letzten Jahren vor Corona in den Monaten April, Mai, Juni etwa 25 Millionen Umsatz gemacht. Allein in diesen Monaten. Das hat mit Schneesport noch nicht so viel zu tun. Das ist der internationale Tourismus. Dann ist Corona gekommen. Corona haben wir dort im April 2020 noch 450 Franken Umsatz gehabt, ein paar Parkplatzeinnahmen von Tourengängern. Das war die Realität. Und selbstverständlich hat sich das jetzt wieder normalisiert. Bei den Schweizer Gästen, bei den Nachgäste, international Nachgäste, Deutschland, Europagäste. Aber der ganze Interkontinentalreisetourismus, der ist noch nicht existent. Das heisst, wir sind noch auf einem ganz bescheidenen Niveau für unsere Verhältnisse. Jetzt hat ja die Pandemie nicht nur im Ergebnis, sondern auch bei den Aktien von der Titlisbahnen, wo der Schweizer Börse 6 kotiert ist, tiefe Spuren hinterlassen. Auch im Halbjahr 2020-2021 haben die Titlisbahnen wieder 1 Million Verlust geschrieben. Haben Sie im gesamten Jahr mit der roten Zahl abgeschlossen? Ja, wir sind jetzt gerade am Geschäftsabschluss. Wir haben den Abschluss am 31. Oktober 2021. Ich kann über das laufende Jahr noch nicht so viel sagen, aber das Halbjahr war natürlich schlecht gewesen und natürlich auch geprägt gewesen von dieser Pandemie. Und selbstverständlich ist auch der Sommer, das fehlende internationale Geschäft, hat jetzt noch keine Besserung zugelassen. Das ist natürlich so. Jetzt starten Sie im zweiten Corona-Winter. In 2 Jahren haben Sie Verluste gemacht. Von was für einem Ausblick gehen Sie jetzt aus? Auf was müssen sich Ihre Aktionäre auch ein bisschen einstellen? Bei uns ist die Kernfrage, die bei uns im Raum gestanden ist und immer wieder im Raum steht, ist die Strategie unserer Unternehmung richtig gewesen? Und da sind wir der Meinung, die Strategie, der diversifizierte Tourismus, internationaler Tourismus, starker Schweizer Tourismus, Schneesport, China, Indien, Gruppentourismus, Individualtourismus, der ist richtig gewesen. Dann haben wir das Zweite gesagt, kommt der Tourismus wieder zurück, kommt der internationale Tourismus wieder zurück. Da sind wir klar der Meinung, der Tourismus wird wieder zurückkommen. Das ist in der Gen der Menschen, dass die Leute reisen wollen. Und das Dritte, haben wir gesagt, ist das Bedürfnis nach Bergen, Bergausflug da. Und wir glauben, das ist so wirklich ein tiefes Bedürfnis, dass Menschen über die Berge schauen wollen, die fantastische Bergwelt, die wir haben, die wir im ganzen Alpenraum haben, über Gletscher, über weisse Landschaften schauen. Das ist ein tiefes Bedürfnis. Und darum glauben wir auch, das kommt wieder zurück. Gut, auf den Punkt gebracht, wird es weiter keine Dividende geben? Ja, wir haben einen Covid-Kredit bei uns in den Büchern und solange wir den haben, wird es keine Dividende geben. Die Aussichten für die Skisaison sind für die Schweizer Bergbahnen trotz anhaltender Pandemie gar nicht so schlecht besetzt. Die Schweizerinnen und Schweizer gehen vermehrt die Berge und auch aus dem Ausland kommen wieder mehr Touristinnen und Touristen. Hoffnung verbreitet eine Studie von der Konjunkturforschungsstelle der ETH. Die KOF rechnet bereits im Winter mit einer Rückkehr aufs Vorkrisenniveau im Alpenraum und dass im Sommer 2022 sogar noch mehr Touristen aus Europa in die Schweiz reisen werden als noch vor der Krise. Auch die Titlisbahnen profitieren von mehr Gästen aus der Schweiz und den europäischen Nachbarländern. Doch die wichtigen Gäste aus Indien und China und weiteren asiatischen Ländern bleiben weitgehend aus. Wie die Destinationen Luzern, Interlaken mit dem Jungfrau Joch haben auch die Titlisbahnen noch vor der Pandemie stark auf die Besuchergruppen aus Asien gesetzt, die jetzt nicht mehr nach Europa kommen. Ist jetzt die Studie von der Konjunkturforschungsstelle von der ETH zu optimistisch, wenn sie davon ausgeht, dass im nächsten Jahr noch mehr Besucher aus Europa in die Schweiz kommen als vor der Krise? Nein, wir teilen die Haltung von der Studie von der KOF. Und die Bilder zeigen es ja, wir haben ein traumhaftes Produkt. Und das hat es auch in den letzten 2 Jahren gezeigt. Die Zunahme an Schweizer Gästen, die wir hatten, ist im Winter und auch im Sommer
ist substanziell gewesen. Und gerade letzten Sommer haben wir etwa doppelt so viele Schweizer am Berg gehabt wie normal. Das ist eigentlich, das teilen wir. Wir teilen auch die Aussichten, dass der Schweiz Nachverkehr, also Deutschland, Benelux-Länder, dass die das Bedürfnis nach Schneesport haben und dass die, wenn die Grenzen auch wieder offen sind, dass die in die Schweiz kommen werden. Da sind wir viel zu fest überzeugt. Ja. Aber wann erwartet Sie auch eine Erholung vom internationalen Tourismus? Weil eben, Sie haben jetzt nur die Schweiz angesprochen, ja, und ein bisschen Nachbarland rundherum. Ja, und das ist ja so, unser Unternehmen lebt ja 70% von internationalen, also von den Fernmärkten, nicht vom Nachbereich. Das heisst, und die Erholung von diesen Märkten, das sehen wir teilweise, also das ist von Markt zu Markt unterschiedlich, von Land zu Land unterschiedlich. Im 2022 kommt eine Erholung etwa noch 50% vom Vor-Corona-Niveau und ab dem 23 sind wir wieder auf 100%. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Die Märkte reagieren ganz unterschiedlich. Schauen wir das ein bisschen genauer an. Touristen aus China, die können gar nicht ausreisen. Die Frage stellt sich gar nicht. Und auch China, die Regierung will auch eher, dass Chinesinnen und Chinesen wieder eher im eigenen Land im Ferien machen. Die wollen gar nicht, dass ihre Leute in die Schweiz kommen. Wird das dazu führen, dass Chinesinnen und Chinesen noch sehr lange gar nicht zu ihnen werden kommen und logischerweise auch gar nicht auf Europa werden kommen? Also das Geschäftsmodell von uns ist, dass wir das internationale Geschäftsmodell von uns ist, dass wir immer gesagt haben, wir wollen ein Drittel chinesische Gäste, ein Drittel indische Gäste und ein Drittel Rest von der Welt. Also Indonesien, Malaysia, Thailand und die Regionen, etwas Südamerika. Und das muss man jetzt klar unterscheiden. China ist, wie Sie das gesagt haben, sehr restriktiv und dort sind wir wirklich angewiesen, was die Politik macht, was die chinesische Regierung beschlüsst dort. Und dort sind Restriktionen da und es ist klar, bis nach Olympia 2022 wird dort nichts passieren. Werden die Leute auch nicht rauslassen. Und wenn, dann kommen sie in sogenannte Bubbles raus. Das weiss man, dass das die kontrolliert reisen tun. Ein anderer Markt, der für uns viel, viel wichtiger ist, der in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist, das ist Indien. Indien ist, funktioniert komplett anders. Indien, die sind viel flexibler im Denken, die sind demokratisch aufgestellt. Die kommen wieder. Und das sieht man auch, ja, die kommen wieder. Wir haben letzte Woche 4 indische Gruppen gehabt. Zuerst mal, wir haben die wirklich gefeiert. Die kommen wieder, die sind ganz flexibel unterwegs. Und da sind wir überzeugt, dass der Markt sehr schnell kommt. Gut, wenn aber bis sie auf die alten Zahlen sind, wird es wahrscheinlich auch lang gehen. Jetzt haben Sie haben es vorhin erwähnt, Sie haben mit der Titlisbahn eben stark, nebst den Schweizer, haben Sie stark auf Touristen aus Asien gesetzt, insbesondere aus China und Indien. Jetzt, zum grossen Teil bleiben die weg. Ist vielleicht die Strategie im Nachhinein nicht doch ein Fehler gewesen? Ja, das haben wir uns. Schumper-Risiko, das Sie haben. Ja, das haben wir uns immer gefragt. Man muss die Mechanik sehen von einem Ausflugsberg. Wir sind ein Ausflugsberg. Ein Ausflugsberg, das ist ganz anders als ein Berg, wo man Skifahren geht. Also Schneesport haben wir auch, Skifahren haben wir auch. Aber wenn Sie die grossen Bündner-Destinationen anschauen, dann leben die von der Bergbahn vom Schneesport, vom Skisport. Und das heisst, Bewegung ist dort wichtig. Auf einen Ausflugsberg geht der Schweizer nicht 10-mal im Jahr. Das macht er einmal, vielleicht in 5 Jahren. Und wir haben etwa 1,2, 1,3 Millionen Gäste. Wenn man jetzt sagt, das möchten wir mit Schweizer kompensieren, dann würde das heissen, wir haben etwa 6 Millionen reisefähige Leute in der Schweiz. Das würde heissen, jeder 5. Schweizer müsste einmal zu uns auf die Titlis kommen jedes Jahr. Und das ist illusorisch. Nicht, genau. Das heisst, wir haben die Strategie, die Diversifizierungsstrategie immer gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen einen starken Schweizer Markt. Wir wollen aber auch einen starken Individualmarkt mit Biken, mit Wandern etc. Aber wir wollen auch ein starkes internationales Gut, aber welche Lehren ziehen Sie jetzt aus den Erfahrungen für Ihre Strategie aus der Pandemie? Ja, das ist, für uns ist ja schwierig gewesen in dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Wie tun wir unser Geschäft managen? Und eins muss man sehen, das Bergbahngeschäft ist ein Fixkostengeschäft. Das heisst, in einem Fixkostengeschäft, unsere Hauptkosten, die wir haben, sind Personalkosten plus Abschreibungen. Jeden Tag, den ich aufmache, generiere ich so und so viele Kosten. Das heisst, ich brauche einen Mix von sehr vielen Gästen, Schweizer Gästen, eben auch internationalen Gästen, dass das Geschäft eben so hoch rentabel ist. Diejenigen Destinationen, die eben noch Eissegment haben, die noch Schneesport haben, die noch 120 Tage im Winter, im Jahr offen haben, anstatt mir 365 Tage, die haben eine ganz andere Struktur, aber die sind auch nicht so ertragsreich.
Der Einbruch von den Umsätzen und Besucherzahlen wegen der Pandemie ist für die grossen Schweizer Bergbahnen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt erfolgt. Noch vor der Krise haben mehrere Bahnbetreiber riesige Investitionsprojekte lanciert. Die Jungfraubahnen haben mit ihrem V-Bahn-Projekt 470 Millionen Franken in die neue Bahn in Grindelwald gesteckt, die hauptsächlich für Gäste aus China, Japan und Indien gebaut worden ist. Ausgerechnet in der grossen Tourismuskrise planen auch Titlis-Bahnen mit dem Projekt Titlis 3020 ein Millionenprojekt unter der Federführung der Star-Architekten Herzog und Dömeron. Für 120 Millionen Franken sollen die Bergstation neu gebaut, der Richtstrahlturm ausgebaut und zusätzlich eine neue Pendelbahn auf der Strecke Stand Titlis erstellt werden. Ursprünglich war die Fertigstellung dieses Projekts für das Jahr 2023 vorgesehen. Auch über eine Verbindung der drei Tourismusregionen Titlis, Hasliberg und Frutt wird nachgedacht, die 70 Millionen Franken kosten würde und laut einer Studie machbar ist. Also die Ausgangslage für ihr 120 Millionen Investitionsprojekt auf dem Titlis hat sich völlig verändert. Besucher aus China und Indien haben wir vorhin gehört, die kommen entweder noch ganz lange nicht oder nur in kleinen Scharen. Halten Sie trotzdem an dem riesigen Investitionsprojekt fest? Die Ausgangslage hat sich eben nicht verändert. Das ist genau das, was wir schon vor... Sie haben weniger Leute. Wir haben weniger Leute. Die Leute kommen wieder zurück, das ist so. Und was wichtig ist und was wir schon vor der Krise gesagt haben, wir brauchen eine Architektur auf diesen Bergen, wo wir nicht einfach schludern und wüste Bauten herstellen können. Das sind wir unserer Gesellschaft schuldig, dass wir wirklich schöne, herausragende Bauten machen. Und als ich mal gesagt habe, Herr Dömeron, das ist ein ganz tolles Projekt, hat der Herr Dömeron gesagt, Sie, Herr Bad, zeigen Sie das nie mehr. Das ist nicht ein tolles Projekt, das ist ein fantastisches Projekt. Und von diesem fantastischen Projekt, das war ganz, ganz am Anfang von der Krise, wo der Verwaltungsrat bei uns klar gesagt hat, wir halten an diesem Leuchtturmprojekt fest. Das Gut. ist für uns zentral. Aber ist die Realisation bis 2023 überhaupt noch irgendwie realistisch? Nein, bis 2023 ist nicht realistisch. Wir sind immer noch in der Bewilligungsphase. Das geht viel länger, als wir gemeint haben. Die Behörden sind nicht schneller geworden in dieser Krise. Das ist so. Wir hoffen, dass wir Bewilligung kriegen und fangen nächstes Jahr mit Vorbereitungsarbeiten an. Angedenkt ist auch eine Verbindung von den drei Tourismusregionen Titlis, Hasliberg und Frutt. Und nicht alle Leute sind glücklich über die Idee, aber auch über ihr Ausbauprojekt auf dem Titlis. Können Sie das nachvollziehen? Ja, ich glaube, das ist eben unsere Verantwortung, was wir vorher gesagt haben. Wir müssen respektvoll mit diesen Sachen umgehen. Wir sind in einem sensiblen Raum. Ich habe absolutes Verständnis. Wir sind auch in einem intensiven Austausch mit Stiftung für Landschaftsschutz beispielsweise, mit WWF, Pro Natura und VCS. Und ich glaube, es gilt, dass wir sorgfältig mit dem umgehen, dass wir nachhaltig mit dem umgehen. Nachhaltigkeit ist ganz, ganz wichtig. Ganz am Anfang schon ein Projekt wichtig gewesen. Heute verheizen wir für etwa 50 Einfamilienhäuser auf dem Titlis oben, einfach für die Gastronomie, für die Räumlichkeiten. Neu mit einer neuen Bauten, mit diesen neuen Materialien, haben wir noch eine Emission von drei Einfamilienhäusern. Das ist ganz, ganz wichtig, die Nachhaltigkeit. Ich kann das verstehen und darum, glaube ich, dürfen wir nicht einfach so sorglos hergehen. Aber brauchen Sie dann ganz viele Leute, die den Berg hochkommen. Die Frage, sind die Zeiten vom Massentourismus, wo wirklich auch die Horde kommen, egal aus Asien oder wo auch immer, sind die nicht ein bisschen vorbei? Jetzt vielleicht auch mit der Pandemie ein bisschen vorbei? Braucht es nicht mehr vielleicht auch einen sanfteren Tourismus? Das ist immer so schön, dass man sagt, wir wollen einen sanften Tourismus. Ja. Oder? Aber schlussendlich ist jede Bergbahn lebt von der Anzahl Gäste, die wir haben. Und selbstverständlich, und das ist auch unsere Motivation, darum investieren wir so viel Geld auf den Berg. Wir verdienen unser Geld nicht mit drei Kaffee-Creme, die wir dort oben verkaufen tun. Wir verdienen das Geld mit Leuten, die kommen tun und eine tolle Zeit haben. Und ich glaube, der Tourismus wird sich absolut wandeln. Oder? Wir werden einen qualitativeren Tourismus haben. Wir werden einen wertigeren Tourismus haben. Und das ist genau das, was wir vor der Corona schon gesagt haben. Wir brauchen qualitativ hochwertige Räume zur Verfügung stellen. Die Erlebnisqualität müssen wir zur Verfügung stellen. Und dann sind wir erfolgreich. Mhm. Und die Masse, das ist selbstverständlich, Masse stört uns immer dann, wenn es grosse Peaks gibt. Das ist genau nicht unsere Strategie. Wir wollen 365 Tage unser Unternehmen auslasten, wie ein anderer Produktionsbetrieb das auch möchte.
Gut, Veränderungen für Bergbahnen bringt auch die ganze Digitalisierung. Die Titlisbahnen setzen diesen Winter erst mal auf ein sogenanntes dynamisches Preismodell für Tages- und Mehrtageskarten. GPS werden also nicht mehr jeden Tag gleich viel kosten. Was heisst das für die Wintersportler? Werden die Tickets teurer im Klartext? Es ist ganz einfach. Der früher bucht, der früher entscheidet, ich gehe nächste Woche oder übernächste Woche und kaufe meine Tageskarte, der zahlt weniger. Der, der kommt am schönsten Tag, bei den schönsten Verhältnissen, der wird mehr zahlen. Gut, zum Schluss sieben kurze Fragen an Norbert Patt zum Checkout. Wie oft stehen Sie als Bergbahnchef im Winter auf der Ski und der Piste? Leider zu wenig. Ich hatte aber das Glück gehabt, dass ich jetzt vorgestern mit meiner Tochter einen halben Tag auf der Ski sein durfte. Wo gehen Sie am liebsten in die Ferien, wenn Sie nicht im eigenen Skigebiet sind? Ich gehe sehr gerne an andere Skigebiete an. Ich bin sehr gerne in Zermatt beispielsweise. Das ist auch ein traumhaftes Skigebiet. Und selbstverständlich bietet der ganze Alpenraum Sommer und Winter extrem viel Potenzial. Sie sind ursprünglich Elektroingenieur und Betriebsingenieur. Wie hat Ihnen das als Chef eines Tourismusunternehmens geholfen? Ja, es hilft. Grundsätzlich ist eine Bergbahn ein technisches Unternehmen. Die Gene sind technisch, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Erlebnisdenken hineinbringt und das technische Grundverständnis. Obwohl ich nicht mehr eine Steckdose installieren könnte, das hat einem schon geholfen. Gestartet haben Sie Ihre Karriere bei der Bündner Medizinaltechnikfirma Hamilton, die unter anderem Beatmungsgeräte herstellt. Haben Sie nie bereut, dass Sie aus der krisensicheren Medizinaltechnik in die krisenanfällige Tourismusbranche gewechselt haben? Ja, das war dort eine wunderschöne Zeit, wo wir in der Forschung von Beatmungsgeräten tätig waren bei der Firma Hamilton. Ja. Und ich wette, das nicht mehr, Sie haben dort so viel gelernt. Warum wollen Sie ausgerechnet als Bündner den Schweizer Ferien Engelberg verkaufen? Ja, weil der Engelberg fantastische Berglandschaft hat, eine fantastische Bergwelt hat. Wann wären Sie auf der Piste zu wagemutig? Wenn ich meiner Tochter versuche, hinten nachzufahren. Was gehört zwingend zum Après-Ski? Ja, zum Après-Ski gehört ein gutes Glas Wein, Bündnerfleisch gehört dazu und eine gute Platte. Danke vielmals für das Gespräch, Norbert Patt. Das war der CEO der Titlisbahnen hier bei uns im CEO Talk. Das nächste Mal reden wir mit dem Jürgen Reinhardt, dem VR-Präsident vom Pharma-Riss Novartis. Mit dem Jürgen Reinhardt diskutieren wir darüber, was Novartis mit dem Milliarden-Geldsägen aus dem Verkauf von der Roche-Beteiligung macht und was aus dem Konzernbereich Sanos werden soll, der auf dem Prüfstand steht und an der Börse für Fantasie sorgt. Schauen Sie rein, es lohnt sich. Der CEO Talk ist euch präsentiert worden von Swiss Life, eurer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Und von der Schweizer Börse. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben.